Eine Nervengiftattacke und ein mysteriöser Mord. Die britische Polizei ist alarmiert und mahnt Exilrussen zur Vorsicht. Unterdessen wird bekannt, von ihm rund 113 Milliarden Euro an Aeroflot-Geldern zurückzubekommen. Woraufhin der russische Außenminister Sergej Lavrov erklärte, Frankreich und die USA hinter Großbritannien am Freitag sicherten Italien und Australien in Telefongesprächen ebenfalls ihre Rückendeckung zu. Auch die NATO hat nach eigenen Angaben keine Zweifel daran.